Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout Spaß. Hier seht ihr ein sehr experimentelles Auto. Ich habe gerade ein paar Angebote aufgegeben. Ich möchte endlich mal ein Capcan kaufen. Ich bin wieder öfter zerstört worden. Ich habe es auch schon öfter erwähnt, dass diese Capcan Minenlegerautos hier mit der Tusk-Kabine sau stark und mies sind. Und jetzt habe ich eine Tusk gekriegt und eine Tusk. Ja, hier mit den Reißzähnen von dran, die Wildschweinkabine. Aktuell habe ich einen Capcan und einen Minenleger hatte ich ja eh noch. Ja, das hier ist jetzt gerade so ein experimenteller Bau, aber das ist Mist, habe ich irgendwie gesehen. Ich habe eigentlich nur was getestet. Und zwar wollte ich gucken, wie viel Schaden das am RAM-Ding so macht. Erstmal, wenn ich nur so fahre, aber ich muss da echt noch Gewicht drauf packen, weil der macht irgendwie voll wenig Schaden. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist auch Mist, das Auto. Aber die Beschleunigung ist halt super stark. Ich habe jetzt mal die Reifen gewählt. Weil ich gedacht habe, ja, die haben voll die geile Beschleunigung. Wenn ich die gerade da hatte. Aber irgendwie sind die dann zu breit. So, 264 macht das nur. Das ist voll wenig. Ich habe mir nämlich welche angeguckt. Gut, die waren schon fertig gebaut. Die haben aber 800 gemacht da. Oder wenigstens 460. Also. Ich habe jetzt eben nur versucht, ob ich das alles auf eine Höhe kriege, was ich scheinbar nett hatte. Ich versuche es jetzt mal so. Sieht interessant aus, gell? Habe ich auch noch nie gesehen, ein Auto, das die so gebaut hatte. Aber ich fand es gerade irgendwie witzig und wollte mal testen, ob ich damit den RAM-Schaden irgendwie so hinkriege. Allerdings muss das Auto eh noch länger oder breiter werden, dass ich die so links und rechts legen kann. Aber ich mal gucken, wenn ich das jetzt alles so auf eine Höhe habe, die Tusk-Reißzähne und diese Messe, ob ich dann mehr mache. Oder ob es wirklich einfach nur am Gewicht liegt oder der Geschwindigkeit. Mir noch 262. Also es hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Ich probiere jetzt nochmal aus, wenn ich die wegmache. Wenn ich wirklich nur mit der Kabine drankomme. Ich kann gleich mal welche aus der Galerie nehmen. Dann zeige ich euch das mal, wie das hier mehr Schaden gemacht hat. So, aber wenn ich jetzt so dran fahre, ist glaube ich noch weniger wegen. Ja, es ist weniger. Gut, okay. Was ich jetzt mal ausprobiere, ob auch das längste Teil vorne, ob das dann auch schon den kompletten Schaden verursacht. Da könnte man, ich glaube, man kann nämlich die Kabine sogar zubauen. Weil ich habe schon zugebaute Tusk-Kabinen gesehen. Vielleicht sind die dann besser. Aber die meisten haben sie halt vorne raus, wahrscheinlich, weil das mit den Teilen nicht so hinkommt. Wie kriege ich denn da jetzt noch was dran? Ich könnte das mal so elend dranlegen, ja. Probieren wir mal das aus. War es, glaube ich. Ah, das Gewicht und die Geschwindigkeit spielen halt auch noch mit rein. Da ist jetzt noch kein Motor drin. Motor würde ich locker über 100 kommen. Ja, Wahnsinn, das macht mehr Schaden schon so. Ist ja witzig. Okay. Kommt es drauf an, wie viele Teile mit Kontaktschaden man dann hat? Auf jeden Fall wild aus. Aber so ist blöd, da kann man den Reifen nicht wegrammen. Ich will eigentlich den Leuten die Reifen wegrammen. Deshalb muss ich so eine breite Zackenfront vorne dran machen. Ja, okay. Wenn ich jetzt Gewicht dran packe, das ist ein sehr schwer. Das. Ich mache einfach mal so ein Ding dran. Das hat jetzt 360 Kilo. Ich bin nicht sicher genau, ob es am Gewicht oder ob ich einfach nur alles mit Stoßstangen dann zuballern soll. Ja, doch, Gewicht. Es ist das Gewicht. Das können wir auch eigentlich ganz leicht testen, wenn wir hier schwerere Stoßstangen dran machen. Fällt mir gerade auf. Die haben keinen Kontaktschaden, oder? Doch.
Allerdings könnte ich die wahrscheinlich auch hinten drauf machen. Nee, für das Gewicht macht es, glaube ich, ein bisschen wenig Schaden, gell? Das sind 2x336 Kilo. So ein Stanzer wiegt nur 170, der wiegt ja nur die Hälfte. Waren es eben. Ja, gut, dann könnte ich es ja doch den Dingern panzern, wenn es jetzt immer noch 317 sind. Weil ich die Kurve, glaube ich, gar nicht fahren brauche, weil ich das Ding da ganz hinten habe. Ich glaube, der lädt sich trotzdem auf 3 auf. Okay. Ja, krass, da kann ich den so mit Stoßstangen zupflastern. Jetzt einfach einen schweren Flug drauf leg. Gucken, wie viel Spaß der jetzt macht. Und ich bin wieder den Kreis gefahren. Oh, jetzt bin ich auch bei 400, ja krass. Pauskarten ist dann. Aber ich glaube, ich kriege mehr Gewicht und niedrigen Powerscore, wenn ich einfach nur schwere Teile dran mache. Die Stoßstangen wiegen, glaube ich, weniger wie so eine große Panzerplatte. Haben aber mehr Powerscore. Okay, ich bin jetzt bei 425. Mist, so ist die Capcan zu. Ja gut, das ist für den Test jetzt erstmal egal. Ja, da kann ich den schweren Flug auch durch was anderes ersetzen. Ist ja dann auch scheißegal. Der wiegt. Mist, wie viel waren es denn jetzt? 956, glaube ich. Ich muss noch mal kurz gucken, wie viel Schaden ich mache. Wie viele Panzerplatten ich dann für den Flug benutzen müsste, dann teste ich es mal. Allerdings ist der auch sauschwer. 448, gut. Der wiegt Powerscore von 300 und wiegt 900. Ja, da kann ich locker für 300, da kann ich 6 von diesen Platten drauf machen. So viele habe ich gar nicht. 4 und dann noch 2 von denen, oder? Ja, es kommt ungefähr hin. Nee, jetzt habe ich mich voll verrechnet. 3 fürs Gewicht. So. 3 von denen wiegen so viel wie der schwere Flug. Da bin ich aber nur bei 150 Powerscore. Ach so, nee, ich bin dumm. Erstmal gucken vom Schaden. Ich will ja gucken, was ich mit dem gleichen Powerscore an RAM-Schaden raushole. Beschleunigung leidet natürlich jetzt drunter. Das Auto sieht auch elend aus. 450, gut. 6 Stück wäre jetzt derselbe Powerscore wie ein Flug, aber man sieht, die Beschleunigung leidet jetzt deutlich. Und das, obwohl die Reifen echt nicht viel wegnehmen.
Bin schon im Übergewicht drin, gell, ja. Oh, die können aber nicht viel tragen. 540 nur. Jetzt komme ich wieder auf 100. Muss ich die Kurve fahren? Oh je, ja. Okay, gewichtsmäßig gibt es natürlich mehr bei gleichbleibendem Powerscore. So, schmeißen wir uns mal eine Runde. Ich will mal testen. Sieht jetzt sehr komisch aus. Ach nee, der Capcan muss frei sein. Capcan muss frei sein. Kann ich da so eins drüber machen? Nee. Ich weiß nicht genau, wo die Capcan das Ding auswirft. Was ist jetzt dem Capcan sein Problem? Ich dachte, der feuert den hier so raus. Ist es der Reifen? Ach, der Reifen war es. Okay, gut. Oscar. Mach's mal so. So, wir wollen einfach nur Gewicht dranbringen. Im Hardcore-Modus aus. Ey, Hot Red. Ja, sieht nicht besonders schön aus. Aber ich will jetzt eine Runde spielen. Ja, flacher wäre besser. Irgendwie flacher ein Stück länger, dass ich den Hardcore da noch dazwischen quetschen kann. Nicht den Hardcore, den Hot Red. Paket habe ich natürlich auch keins drin. Na, ein Capcan ist einfach zu wenig. Leider kriege ich gerade keinen mehr. Ich bin schon die ganze Zeit meistbietend, ja, und die sind echt teuer, die Scheißdinger. Ich will mal so ein Capcan-Auto fahren. Können wir jetzt diese grässliche Höllenmaschine nochmal testen?
Oh, dann muss ich Kings kaufen und dann links, rechts Kings dran. Ja, das ist halt auch das Coole, weil die Kings kann man links, rechts dran machen und die kann man sogar als Panzerung verwenden. Das kann doch nicht sein, dass ich hier so lange warten muss. Normal spielen bei 4-6, 4-5 spielen auch relativ viele Leute. 4-5, U9. Was nur zeitmäßig ist auch. Es ist 4 Uhr, also 4 Uhr nachmittags sollte eigentlich funktionieren. Es kann doch nicht sein, dass es uns nicht vergönnt ist, hier keine Runde zu spielen. Hier mein so starker Levi. Ja, irgendwann muss ich mal wieder aufbauen, aber ich hatte jetzt irgendwie keine Lust. Oh, es geht los. Jawohl, da können wir noch mal eine Testrunde fahren. Ja, da sieht man es auch 468, 4695. Ein paar Fünfer sind auch dabei. Aber nur so knapp über die 5. Ja, hier seht ihr es, 4,6, paar 90, das ist hier so, glaube ich, wie so eine Grenze. Da ist manchmal ein 5000er dabei, aber ihr seid jetzt nicht so dabei, dass ihr gleich mit den 6000ern kämpfen müsst. Okay, man sieht, mein Auto ist noch sehr experimentell. Ja, die Unsichtbarkeit fehlt halt auch. Diese RAM-Autos haben eigentlich immer Unsichtbarkeit drin. Das ist richtig schön, das kriegt man auch eigentlich erstmal zu 6000 hin, aber mir fehlen halt gerade sowohl Capcans als auch Minenleger, also eins von beiden, dass ich da noch kein komplettes Auto so zusammenkrieg. Ja, und Munition fehlt natürlich auch noch. Einer hängt im Capcan drin. Ist dann ein potenzielles Opfer für mich. Hätten wir mal einen Minenleger rausgeschossen. Und hinten müssen auch lenkbare Reifen dran. Guckt euch mal den Wendekreis an. Ach so, gut, weil ich nur noch einen lenkbaren Reifen habe. Ich fahre hier einen großen Bogen und versuche dem dann hinten reinzufahren. Jawohl. Die Drohnen und Ram-Heinz haben die Runde noch heimgeholt. Also für so ein scheiß Auto, was ich da gebaut habe, guckt euch das mal an. War schon ziemlich witzig. Ich verstehe, warum die Leute damit so gern fahren. Das Auto hat überall noch ein paar Probleme, aber ich wollte jetzt einfach nur mal gucken, wie das so ist mit dem Ram-Schaden. Also ich brauche auf jeden Fall ja, mehr lenkbare Reifen. Das geht so nett. Ich gehe nur mal in die Galerie rein. Aber das hat sich eben gut mit dem Drohnenmann ergänzt. Aber es war schon nervig. Ich zeige euch mal die krassen Autos hier. Ja, das hat noch Segen dran. Das hier hat voll viel RAM-Schaden gemacht. Das habe ich vorhin getestet. Es hat halt drei Minenleger und einen Capcan. Scheiße, gleich richtige Minen.
Hat natürlich auch 7000 PS, also ich muss sagen, meins hat ja fast die Hälfte nur gehabt. Aber der Rammschaden hier von dem ist schon heftig. Guck mal da, 600. Fährt sich auch gut. Was hat denn der Reifen drauf? Sind das Hermits? Ja, der hat 6 drauf. Echt? Nee. Nee, ich hab mich verguckt hier. Ach so, der hat 3 gefuste und einen ungefusten. Oder er hat 3 gefuste drauf. Ach nee, das zeigt mir nur an, weil ich die gefusten habe. Da waren mir nur die gefusten angezeigt hier. Und er hat sogar Dings drin. Ein Minenleger. Ja, das ist was Feines. Ach, der hier war so brutal, glaube ich, vom Rammschaden her. Die Bigfoots hinten verstehe ich nicht so ganz. Ach, der musste mir jetzt reinfahren. Ich wollte eigentlich hier hinten dran ran. Jetzt bin ich nicht aufgeladen. Habe schon 760 und ich habe nur 2 Aufladungen drin. Ja, was fahren meine Minen, du Elendiger? Kommt der jetzt? Der schießt einfach die Minen kaputt. Weg hier. Boah, ich habe eine Kette abgerammt. Das ist natürlich brutal. Nein, jetzt bin ich nicht um die Ecke gekommen. Naja, aber das ist ein Auto mit 3 abitierten Ketten. Das ist ein Raid-Auto mit über 10.000 PS wahrscheinlich. Gut, gut. Sowas brauche ich dann. Er hat aber auch krass gebaut hier. Oder sowas vielleicht sogar. PS hatten das. Ja, es geht auch noch. Das hier sieht natürlich auch cool aus. Mit Mähdresche und alles. Boah. Metrische Kreissägen. Gucken, ob ich ihn damit zersägt krieg. Nee, das schießt mich wahrscheinlich weg. Ich brenne schon. Ich habe mal echt eine Abi der Runde gesägt. Was haben wir hier? Ja, der beschleunigt mir auch zu schlecht irgendwie. Obwohl, ich bin doch schon bei 90. Geht eigentlich. Die hat nur 2 Minenlege. Da wird mir nur ein Minenlege fehlen. Ansonsten hätte ich alles. Oh, macht auch ordentlich Rammschaden. Ah, ist ganz schön hoch. Oh, wie schnell der Minen legt. Heftig. Ja, sowas Schönes werde ich mir demnächst zusammenbauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.